Hi Alex, na? Was hat der Verdächtige gesagt? Er streitet die Tat ab. Er sagt, er war mit ein paar Freunden unterwegs in der Kneipe. Kannst du mal sein Alibi checken? Ich schick dir gleich die Namen. Ja klar, mach ich. Und, bei dir was Neues? Kann man so sagen. Ich habe gerade den Spurensicherungsbericht bekommen. Die Kollegen haben die Tatwaffe in der Nähe des Tatorts gefunden. Ja, und was ist die Tatwaffe? Ein Faltschloss von einem Fahrrad. War sogar noch Blut vom Opfer dran. Und was mit Fingerabdrücken? Soweit ich sehen kann, keine verwertbaren. Jürgen Biesel hat mir erzählt, dass er am Tatabend mit seinem Fahrrad unterwegs war. Ja, das muss ja nicht unbedingt was heißen. Ja, was denn mit Robert? Also bei den Greisingers war keiner zu Hause. Er ist gerade mit Michael in der Kantine und da gehe ich jetzt auch hin. Ja gut, dann sammle ich Robert gleich ein und fahre mit ihm noch mal zu dem Chef. Vielleicht ist da jetzt jemand zu Hause. Alles klar. Bis dann. Ciao. Hallo. Ach, Sie sind's. Dürfen wir reinkommen? Das passt mir ehrlich gesagt momentan gerade gar nicht. Worum geht's denn? Es geht um Ihre Beziehung zu Frau Stauch. Warum haben Sie uns das nicht gesagt? Das war doch nur so eine kleine Affäre. Kleine Affäre? Da hat Frau Stauch uns aber was anderes erzählt. Sie hat gesagt, dass Sie Ihre Frau sogar verlassen wollen, es nur noch nicht getan haben, weil Ihre Frau unter Depressionen leidet. Hallo. Ach, guten Tag. Wir sind von der Kripo Rietz, mein Kollege Herr Ritter. Oh, geht es um den Angriff auf die arme Frau Strauch? Stauch. Meine ich doch. Ja, wir haben noch ein paar Fragen. Dürfte ich vielleicht vorher kurz mit meiner Frau unter vier Augen sprechen? Okay. Sollen wir jetzt warten, bis die ihre Eheprobleme gelöst haben, oder was? Das kann dauern. Ja, oder auch nicht. Ja, es kommt drauf an. Auf jeden Fall wird's unangenehm. Mhm. Na? Ein SMS von Marie. Zeig, was hat sie geschrieben? Da gibt's keine Probleme. Dann mache ich heute mal ein bisschen früher Schluss. Finde ich jedenfalls nur erbärmlich. Und ich lass mir das nicht bieten. Ich will dich nie wieder sehen, du mieses Schwein. Entschuldigung. Wir haben das gerade mitbekommen. Können wir ein paar Fragen stellen? In der Nacht von Samstag auf Sonntag, so um 12 bis 1 Uhr, wo waren Sie da? Da war ich allein zu Hause. Warum wollen Sie das wissen? Und Ihr Mann? Der war angeblich mit dem Kumpel beim Bowlen. Und wann kam er wieder nach Hause? So kurz vor 1. Alles klar, danke. Wiederhören, tschüss. Also, das Alibi von Max Greisinger stimmt. Der war tatsächlich mit seinem Kumpel beim Bowlen. Das wasserdicht. Ja, und Jürgen Biesel ist auch raus aus der Nummer. Sein Alibi stimmt auch. Er ist zur Tatzeit mit dem Kumpel zusammen nach Hause gegangen. Dann hat das Opfer also den Falschen verdächtigt. Was ist denn mit der Greisinger? Nein, niemals. Die war total überrascht. Die ist völlig ausgeflippt. Das glaube ich nicht. Du? Nee. Die Frauen, die auf der Dessous-Party waren, die haben auch alle ein Alibi. Ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, aber ich, Freunde, ich habe da ein bisschen auf der Webseite des Opfers recherchiert. Diese Gästebucheinträge, da habe ich mir mal reingelesen. Sieht aus, als wären eine Menge Freunde vom Sohn des Opfers aktiv. Ja, schreiben mir zum Beispiel, die fette Frau Stauch, mega peinlich. Oder hier, wenn sie meine Mutter wären, würde ich mich erschießen. Krass peinlich, die ekligen Fotos müssen in die Schülerzeitung und so weiter und so weiter. Dann wusste der Junge hundertprozentig von den Partys und der Website. Und wurde deswegen auch in der Schule gemobbt. Aber nicht nur das. Die Klasse von dem Jungen hat sogar einen Blog zum Thema eingerichtet. Und da geht's noch heftiger zu. Der Junge wird von seinen Klassenkameraden wegen seiner Mutter regelrecht tyrannisiert. Da hat er ein Motiv. Das würde auch erklären, warum die Kamera gestohlen wurde. Er wollte verhindern, dass seine Mutter weiterhin Fotos auf die Website lädt. Vertraut ihr ihm das auch zu? Wir müssen auf jeden Fall noch mal mit dem Jungen sprechen. So, komm. Kinder können gemein sein. Ganz gut, Frau Stauch, was ist los? Was? Ich verstehe Sie kaum, wenn Sie so schnell reden. Ja, okay. Ja, wir kommen gleich. Tschüss. Die war total am Heulen. Sie hat gesagt, wir sollen sofort zur Konditorei kommen. Na gut. Bis später. Jo. Ciao.
denn der los? Keine Ahnung. Frau Storch, was ist denn los? Ich bin entlassen. Max hat mich fristlos gekündigt. Ich kann nicht mal mehr rein, um meine Jacke zu holen. Er hat gesagt, ich hätte Hausverbot. Ich gehe mal rein und spreche mit ihm. Sie finden bestimmt eine neue Anstellung. Es geht doch nicht um eine Anstellung. Ich liebe ihn. Ich habe gedacht, es wäre was Besonderes zwischen uns. Er ist jetzt doch scheinbar zu seiner Frau zurück. Er will mich nie wieder sehen. Er hat gesagt, es wäre jetzt nur noch eine billige Affäre gewesen. Frau Stauch. Wegen Ihrer Website. Wissen Sie, dass Ihr Sohn gemobbt wird deswegen? Naja, ich meine, ich habe den einen oder anderen Eintrag im Gästebuch gelesen, ja. Sie wissen doch, wie das ist. Die Kinder ziehen über alles her. Ja, aber es gibt auch noch den Blog von den Mitschülern Ihres Sohnes. Da wird Ihr Sohn wirklich übel beschimpft. Ein Blog? Nein, das habe ich nicht gewusst. Oh mein Gott, der Arme. Hier, bitte. Danke. Das Hausverbot bleibt aber bestehen. Wo ist Ihr Sohn denn jetzt? Etwa 10 Minuten von hier beim Fußballtraining in der Birkenstraße. Soll ich mit Ihnen da hingehen? Nein, das machen wir besser alleine. Können wir Sie denn jetzt hier so lassen? Kommen Sie zurecht? Ja. Ja? Ich muss ja. Okay, wir melden uns, ja. Tschüss. Das mit dem Internetmobbing ist echt nicht mehr witzig heutzutage. Das hat echt zugenommen. Ja, stimmt. Das da vorne ist er doch. Ja, du hast recht. Hallo Markus. Hallo. Wir müssen mit dir reden. Aber ich fahre jetzt zum Training. Warum hast du denn behauptet, von den Dessous-Partys deiner Mutter nichts zu wissen? Das ist mir halt peinlich. Weil du deshalb in der Schule gemobbt wirst? Nicht nur dort. Auch beim Fußball, überall. Alle verarschen mich ständig damit. Kleben mir Fotos von dieser bescheuerten Webseite in meine Schulbücher. Bist du deshalb ausgeflippt? Hast du deshalb deine Mutter niedergeschlagen? Was? Ich würde doch meiner Mutter nichts tun. Hast du ein neues Schloss? Hä? Ach so. Das hat meine Oma mir geschenkt. Ich habe ihr mein Rad geliehen und dir das alte verloren. Deine Oma? Ich soll Betty niedergeschlagen haben. Sind Sie verrückt? Das ist meine eigene Tochter. Blödsinn. Frau Strauch, tun Sie uns einen Gefallen und sagen Sie einfach die Wahrheit, okay? Oder wollen Sie, dass Ihr Enkel Ihretwegen in Haft kommt, weil Sie Ihre Tochter mit seinem Fahrradschloss niedergeschlagen haben? Markus hat damit nichts zu tun. Ich war's. Gut. Und warum? Sie haben doch selber gesehen, wie die sich lächerlich gemacht hat mit ihren kurzen Fummeln da. Und als ich dann noch mitgekriegt habe, dass mein Enkelsohn gemobbt wird. Die soll sich um ihren Sohn kümmern. Und da musste ich ihren Denkzettel verpassen. Die denkt nur an sich. Woher wussten Sie denn eigentlich, wo die Party stattfand? Das habe ich auf der Internetseite gesehen. Da stand genau, wann der nächste Termin ist und wo. Und dann bin ich ihr gefolgt. Als dann der letzte Gast weg war. Da habe ich dann die Kamera genommen, damit nicht noch mehr von diesen blöden, fiesen Fotos ins Internet gestellt werden können. Das war gefährliche Körperverletzung. Ich bin auch nicht stolz darauf. Aber irgendwo muss sie ja zur Besinnung kommen.